Guten Morgen, ihr Lieben. So, der Herbst ist jetzt auch wirklich da. Es ist merklich kühler geworden und der Wind geht. Und ich bin jetzt gerade rausgegangen, weil ich mit der Mamba noch eine Runde spazieren gehe. Christian hat heute, es ist Samstag, aber der hat heute von 10 bis 15 Uhr eine Vorstandssitzung von unserem Berufsverband und morgen dann auch nochmal bis mittags. Das heißt, ich bin mehr oder weniger alleine mit der Kleinen, aber das macht überhaupt nichts, weil wir uns was Schönes überlegen werden. Also ich dachte, vielleicht fahren wir mal zum Pflanzenkölle. Das ist hier so ein Pflanzengeschäft, ein größeres. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht gibt es das bei euch auch. Und da gibt es auch einen Indoor-Spielplatz. Ich hoffe, der hat wieder auf. Ja, es geht ziemlich der Wind. Und da werden wir vielleicht einfach mal hingucken. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen Druck auf den Zähnen und heute schon ein paar Mal genossen. Ich hoffe, dass ich nicht krank werde, dass mich Luisa nicht doch noch angesteckt hat. Die hatte ja so Husten die letzten Nächte. Bei ihr geht's jetzt wieder. Also toi toi toi, ich habe heute Morgen gleich wieder alles eingeworfen. Magnesium, Eisen, Vitamin D, meine Caps Immo, mein Pack A, ne? Alles schön rein, damit ich auch wirklich fit bleibe. Aber jetzt werde ich erstmal mit der Mamba eine Runde laufen. Die war ja letzte Woche mit dem Christian beim Tierarzt und die Tierärztin meinte, es wäre ganz gut, wenn sie so 2 Kilo abnehmen würde. Nicht, weil sie jetzt besonders dick ist, aber einfach wegen der Gelenke. Also versuchen wir jetzt noch mehr mit ihr zu laufen und sie bekommt ein bisschen weniger Futter, die Arme. Die ist ja eh schon immer so verfressen. Aber da muss sie jetzt mal eine Zeit lang durch und dann schauen wir mal, ob das Ganze was bringt. Ich bin jetzt wieder zurück. Allerdings sind Christian und Luisa irgendwie nicht da. Die sind wahrscheinlich oben in Luisas Zimmer. Da kommen heute übrigens noch Boxen an für ihr Kallax-Regal. Die habe ich gestern bestellt und da freue ich mich schon sehr, weil die sind in so Pastellfarben. Jede hat eine andere Farbe, aber es ist einheitlich und das werden wir heute noch zusammen einräumen, wenn das da ist. Jetzt gehe ich mal kurz zur Wäsche, weil ich nämlich gerade gemerkt habe, dass meine momentane Übergangsjacke gar nicht mehr geht. Ich habe aber noch eine alte gefunden, also eine alte, eine, die ich halt bei Luisa anhatte. Und die muss dringend gewaschen werden, damit die dann morgen auch einsatzbereit ist. Da soll es nämlich noch ein bisschen kälter werden. Scheint aber jetzt mittlerweile ganz schön die Sonne draußen. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Herbstwetter heute. Christians Meeting beginnt jetzt und er ist gerade runtergekommen und hat gesagt, dass die Luisa sich wünscht, dass ich zu ihr ins Kinderzimmer komme, weil sie nicht alleine sein möchte. Jetzt schauen wir mal, vielleicht spielen wir da erstmal eine Runde und dann frage ich sie, ob sie überhaupt Lust hat, zum Pflanzenkölle heute zu fahren. Darf ich reinkommen? In Richtung Schloss. Hallo! Luisa hat gerade was gefunden, was ich beim Aufräumen gefunden habe. 30 Fantasiereisen. Das habe ich irgendwann mal gekauft, Luisa. Da warst du aber noch ein bisschen klein. Da steht drauf, das ist von 4 bis 10 Jahren Bildkarten. Und ich weiß ehrlich gesagt selber nicht mehr so ganz genau. Kannst mal rausholen. Ups. Geht das? Genau. Aha. Also, schau mal, das ist eine Bildkarte. Da steht dann drauf, stell dir vor, und das ist dieser Zauberhut. Und dann dreht die Mama das um. Du kannst zaubern. Und dann ist da eine Geschichte drauf. Ne? Das können wir zum Beispiel als kleines Ritual, wenn du ins Bett gehst, einführen, dass ich dir da immer eine vorlese. So eine Traumreise. Können wir gemeinsam die Bilder anschauen. Was ist denn das? Pusteblume. Mhm. Da kannst du dir jeden Abend da eine Karte raussuchen, das verstehst du jetzt schon gut. Es sind schöne Geschichten drauf, dass man ganz, ganz toll schlafen kann dann. Ich habe Luisa jetzt gefragt, ob sie gern zum Pflanzenkölle fahren möchte und wir mal gucken, ob der Indoor-Spielplatz wieder auf hat. Letztes Mal, als wir da waren, hatte der zu, das weiß ich. Aber jetzt ist ja Herbst, vielleicht haben die wieder aufgemacht, wir gucken mal. Und ich habe das Gefühl, seit wir hier so ein bisschen umstrukturiert haben und Spielzeug ausgewechselt haben und insgesamt wieder ein bisschen mehr Ordnung haben, gefällt es Luisa richtig, richtig gut in ihrem Kinderzimmer. Kann das sein? Mhm. Mhm. Und sie verbringt gerade... Mutti alleine. Super. Zieht sie nämlich gerade ihre Puppe an, ganz alleine. Und ja, was das manchmal wirken kann, wenn man eben so ein bisschen Struktur wieder reinbringt. Dann hat das gleich einen ganz anderen Anreiz für die Kids. Hey. Das ist aber weit geworfen, das Futter. Welchen findest du am schönsten, Luisa? Alle. Alle? Ha ha ha!
Wir machen gerade eine kleine Mittagspause, haben uns Spätzle und Pommes bestellt und die Luisa hat sich vorher noch was zum Basteln aussuchen dürfen und wollte gern diesen Drachen. Das ist so ein Mosaik mit ganz viel, schau mal, es ist ganz viel Glitzermoosgummi. Roter Glitzer, cool. Und dieses Diamond Painting. Da muss man erst das Einhorn anmalen. Darf ich mal umdrehen? Muss man erst anmalen, die Teile. Da ist auch Farbe und Pinsel dabei. Und dann kann man diese Diamanten da drauf kleben. Da bin ich schon mal super gespannt, wie das wird. Wir haben einmal leckere Käsespätzle. Eigentlich wollte die Luisa nur Spätzle, ne? Aber Käsespätzle sind auch gut. Und ich habe die Röstzwiebeln jetzt mal darüber gemacht auf meine Seite. Und wir teilen uns das jetzt mit dieser Riesenportion Pommes. Da werden wir auf jeden Fall satt, denke ich. Hm? Mhm. Der Papa isst daheim noch die Schinkennudeln von vorgestern. Die müssen auch noch weg. Die sehen auch schön aus, ne? Die schwimmen schnell. Schnell schwimmen die, findest du? Ja, macht ja nichts. Wir sind wieder zu Hause. Die Luisa ist schon an ihrem Mosaik. Die bastelt jetzt ein bisschen und ich setze mich mal kurz auf die Couch, trinke erstmal was und ruhe mich ein bisschen aus. Du sollst bei mir sitzen. Ja, ich kann mich ja auch auf die Couch setzen. Na, da bei dir. Das ist auch okay. Ich muss jetzt mal ein bisschen... An mir. Ja, ganz nah. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen Pause machen, gell? Baby will sich auch ein bisschen ausruhen in meinem Bauch gerade. Die Boxen sind jetzt gerade angekommen und ich denke, wir können mit den Farben ganz zufrieden sein. Wir wollten ja ein bisschen was Buntes, aber eben nicht zu grell und ich glaube, das sieht ganz gut aus. Luisa baut gerade mal eine Kiste auf, die anderen machen wir oben, weil ansonsten können wir das gar nicht hochtragen. Ne? Hey, hey, das rein? Genau, das kommt da rein, der Boden. Hey. Genau. Sehen hübsch aus, oder? Gefallen sie dir? Ja. Ja. Auf jeden Fall gibt es Baby einfach. Baby einfach. Kasperl. Wir sind wieder in Luisas Kinderzimmer und sie baut jetzt fleißig die restlichen Kisten auf. Ich habe leider kein so richtiges Vorher, aber ich habe ein bisschen gefilmt, wie es ausgeschaut hat, nachdem ich hier bzw. Christian die Sachen hochgebracht haben, die davor im Wohnzimmer gestanden haben. Und ja, es ist auf jeden Fall schon ein bisschen anders geworden und wir werden jetzt mal die Kisten befüllen und dann zeige ich euch, wie das Kinderzimmer jetzt aussieht. Also Luisa entscheidet jetzt, wo was reinkommt und sie wollte die ganzen Schleichtiere, die sie schon hat. Ich möchte nach Reihe nach Reihe machen. Ja, okay, du kannst mal die ganzen Schleichtiere, kannst du mal da in diese hellrote Kiste machen. Ganz hellrot. Ja, ganz hellrot. Da kannst du noch viele, viele Schleichtiere sammeln, bis die voll ist, oder? Ja. Ja. Das in den Holzkisten lassen wir in den Holzkisten, weil wir haben 8 dann Fächer. Das ist mit Holz. Genau. Wo soll das rein? In welche Farbe? Muss mal gucken, wie das geht. Nach Reihe, nach Reihe. Nach Reihe, nach Reihe. Ganze Lese, da sind die weiße Kiste. Sehr gut. Also in die Kisten geht echt mehr rein, als man meint. Ne? Wir schauen jetzt gerade mal, ob alles aus diesem großen Korb, die ganzen Schienen, ob die da reingehen. Na, noch ist Platz. Noch ist Platz. Könnt schon hinhauen. Hier hinten haben wir einmal der Luisa ihren kleinen Sessel hingestellt. Der war ja vorher auch im Wohnzimmer. Und hier ist ihr Tisch, wo sie immer malt. Ich habe jetzt in dieses Körbchen, was frei geworden ist, gerade mal Sachen rein, die sie einfach für den Abend braucht. Also diese Fantasiereisen. Dann haben wir hier zweimal ihren Balsam drin. Ob du das sehen lässt? Ne, klar. Und einmal eine Taschenlampe. Na, die ist ja auch drin, wenn du die nachts mal brauchen solltest. Dann eben Luisas Bett, das wird heute noch hochgebaut und hier haben wir einmal eine kleine CD-Ecke gemacht, wo sie sehr, sehr gut an den CD-Spieler selber hinkommt und hier ist noch eine Box mit ihren Kuscheltieren, auch die stand vorher im Wohnzimmer und das ist jetzt das neu eingerichtete Regal mit den Boxen, da steht noch ihr Puppenhaus, was ebenfalls vorher im Wohnzimmer war. Obendrauf haben wir jetzt gar nicht mehr so viel stehen, was ich aber eigentlich auch ganz gut finde. Das ist einmal die Zugbrücke, das war nämlich das Einzige, was jetzt nicht mehr reingepasst hat bei den Schienen. Also ich finde, im Großen und Ganzen ist das jetzt hier sehr, sehr gemütlich. Wenn Luisas Geschwisterchen da ist, dann kann man dieses schöne Bett hier auch noch umbauen zum Hochbett. Und weil es ja wirklich ein großes Bett ist, also
90 mal, was ist das? 90 mal 2 Meter, ne? Können wir das dann auch so nutzen, dass wir drunter das kleinere Bett machen für das Geschwisterchen. Dann können die hier super zusammen im Zimmer sein und haben trotzdem noch schön Platz. Ich bin auch schon wieder ziemlich am Schnaufen. Meine Kondition ist wirklich gar nicht mehr gut. Und ich merke auch einfach, dass der Bauch mittlerweile so dick geworden ist. Also manchmal denke ich wirklich, ich habe so einen dicken Bauch jetzt in der 23. Woche, 24. Woche. Wie mit der Luisa zu, keine Ahnung, zum 8. Monat oder so. Ja, und es ist auch gar nicht mehr so schön, abends im Bett zu liegen. Ich merke, dass es relativ schnell einfach unangenehm wird und ja, ist einfach nicht mehr so gemütlich wie sonst. Luisa spielt jetzt ein bisschen oben in ihrem Zimmer, beziehungsweise hört da CD. Christian ist jetzt dann so nach einer halben Stunde ungefähr fertig und dann machen wir kurz zusammen Pause. Dann kommen meine Schwiegereltern und ich gehe dann eine Runde unterrichten und irgendjemand von uns muss heute noch einkaufen fahren. Das wollte ich tatsächlich nicht mehr nach dem Ausflug jetzt mit Luisa zusammen machen, das wäre mir irgendwie zu stressig gewesen. Und solange Luisa jetzt da oben so schön beschäftigt ist und alleine einfach was macht, werde ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Couch legen. Christian ist jetzt fertig und der fährt jetzt kurz zum Einkaufen. Luisa ist immer noch in dem Zimmer oben, seit einer Dreiviertelstunde ungefähr. Die darf jetzt dann gleich noch Anna und die wilden Tiere angucken, wenn sie runterkommt. Und ich beende den Vlog für heute, auch wenn er ein bisschen kürzer ist. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal und bis ganz bald. Tschüss!